So, jetzt kommt viel zu den ja, virtuellen Teleporter, also zu den etwas spezielleren Teleportern. Und zwar haben wir hier wieder unsere Map. Und jetzt gehen wir mal hier bei der. Gehen wir jetzt von Teleporter auf visuell Teleporter. Heißt also, wir gehen wieder auf Teleporter rauf. Set Teleporter. Und gehen aber jetzt bei Argument Visual. Okay. Machen das hier auch. Special. Wie gesagt, das hier müssen wir mal machen, weil sonst sieht das hier einfach so aus, dann weiß man nicht, was was ist. Deswegen hier immer noch mal raufgehen und raufklicken, auch wenn das bereits gesetzt ist. Trotzdem noch mal raufklicken. Und dann hat man hier wieder alles. So, auch hier wieder Visual. Und einmal speichern. So, jetzt das Besondere. Das sind an sich sieht es erstmal gleich aus. Allerdings, wenn wir jetzt durchlaufen, merkt man, wir haben irgendwie so eine Jumpscares, weil wenn wir durchlaufen, passiert einfach gar nichts. Wir bleiben einfach in unserem Raum. Das heißt also, Teleporter teleportieren ja zwei Sachen. Einmal, man muss sich das Ganze immer so vorstellen. Wir selber sehen etwas, ja. Wir gucken auf etwas rauf. Und ich zum Beispiel sehe jetzt hier vor mir die Kamera. Wenn man jetzt aber vor mir eine Platte machen, hinstellen würde, dann würden meine Blickstrahlen, nenne ich sie jetzt mal, ist jetzt nur zum Verständnis, wie das Ganze funktioniert, auf die Platte treffen. Und wenn die Platte jetzt Glas wäre, würden meine Blicke durchgehen und in die Kamera weitergehen. Heißt also, ich würde die Kamera sehen. Wenn jetzt diese Glasplatte aber Teleporter wäre und man hier noch ein Glas, also von euch aus gesehen jetzt etwas besser sehen kann, hier Glasplatte, wo ich reingucke. Und dann wäre praktisch, ja, irgendwo auf dem Mond auch nochmal eine Glasscheibe. Dann würden meine Blicke in die Glasscheibe reingehen, würden aber nicht durchgehen, sondern in dem Moment, wo sie auf die Glasplatte treffen, würden sie teleportiert werden zu einer anderen Glasplatte, die dann auf dem Mond wäre. Und würden dann auf die Mondoberfläche treffen. Und genau so funktioniert das hier. Heißt also, das, was man hier sieht, ist praktisch nicht die Realität, sondern ein anderer Raum, weil die Blicke springen. Heißt also, ja, ich werde abgelenkt. Und das ist halt praktisch das eine. Und dann ist das andere, dass man selber, wenn man durchgeht, auch teleportiert wird. Und das ist halt dieser klassische Teleporter. Und beides zusammen, wenn man praktisch durchgucken kann, der Blick transferiert wird und man selber auch transferiert wird, dann ist halt dieses ganze Portal. Und hier können wir halt nur in die andere Dimension gucken, können aber mit ihr nicht interagieren. Das heißt also, wir können nicht rein, sondern wir gehen einfach praktisch durch den Teleporter durch, ohne dass irgendwas passiert. Und das ist dieses Visual. Und wenn man sich jetzt fragt, warum tut man denn sowas? Ganz einfach. Es hat einen besonderen Anwendungszweck. Und zwar, wir haben ja gelernt, bei einer Glasscheibe, die als Teleporter dient, werden die Blicke abgelenkt. Jetzt kann man diese Blicke aber nicht nur praktisch teleportieren, sondern man kann sie auch zu sich selber reflektieren. Und das ermöglicht zum Beispiel diesen klassischen Spiegeleffekt. Heißt also, wir nehmen jetzt mal, genau. Wir haben jetzt hier diese Linie. Und davor wollen wir jetzt einen Spiegel setzen. Oh, das war falsche Taste. So. Bam. Die Berlin können wir wegmachen. Das soll jetzt ein Spiegel sein. Dann heißt das, die Blicke, die hier auftreffen, werden da zurückgeworfen. Ist ja ein Spiegel. Und genau das machen wir praktisch mit einem Trick. Wir gehen hier auf Rechtsklick. Eigenschaften. Sagen, das soll ein Teleporter sein, der aber nicht uns teleportiert, doch, richtig, genau, der aber nicht uns teleportiert, sondern nur unsere Blicke, also praktisch das, was wir sehen. Und zwar, jetzt kommt es nämlich, 3, zu sich selber, 3.
Das heißt also, die Blicke, die von uns kommen, werden von dem Teleporter abgelenkt zu sich selber und kommen hier wieder raus. Und das ist praktisch genau das, was ein Spiegel macht. Wir sehen uns selber. So. Okay. Speichern. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Und tolle die Waldfee. So. Das hat nicht so funktioniert, wie das sollte. Gut, dann machen wir es ein bisschen anders. Wir setzen einfach hier zwei Linien hin. So. Wir wollen die Linien ganz nah beieinander haben. Heißt also, wir müssen unseren Editor so einstellen, dass wir ein bisschen feiner zeichnen können. Dass hier oben ist dieses, wie fein das Netz ist. So, jetzt erstellen wir eine zweite Linie. Und geben der die ID 4. Nein, da. So. Und jetzt geben wir den hier als Ziel die Adresse 4. So, und jetzt haben wir praktisch gleich das Szenario. Unsere Blicke, machen wir ein bisschen kleiner, gehen hier rein, treffen auf die hintere Linie, weil die vordere Linie ist ja erstmal nur eine Linie, da ist ja nichts, auf die hintere Linie und werden von der zu der vorderen Linie teleportiert und kommen dann wieder raus. Wir haben also praktisch ein bisschen tiefen Spiegel, der aber visuell genau den gleichen Effekt hat. So. Jetzt muss man nochmal gucken, warum es mit der einen Linie jetzt nicht funktioniert hat. So, und jetzt haben wir unseren Spiegeleffekt. Wie man sieht, nicht ganz, aber. Weil das Problem ist halt bei den Teleportern. Ein reeller Spiegel, der würde halt Sachen genau 1:1 raus teleportieren. Dadurch, dass wir aber so rum praktisch reingehen und auch so rum wieder rauskommen würden, werden wir praktisch gedreht. Und genau deswegen ist praktisch die Sicht noch ein bisschen verkalkuliert. So. Gut. So. Das war es erstmal zu dem sogenannten Spiegeleffekt. Und in dem nächsten Video werde ich dann darauf eingehen, wo man das wirklich richtig praktisch nutzt. Und zwar das mit dem Portal durchgehen. Und zwar kann man damit sehr geile Sachen realisieren, die normal gar nicht möglich wären. Stichwort Raum über Raum. Okay. Jo. Das würde ich mal sagen. Das war's mit dem Video. Dann sehen wir uns im nächsten Großexperiment.